Moinsen da draußen. Also, ja, die zweite Reihe, die zweite Folge von dem Klönschnack haben wir es ja nun bezeichnet. Klönschnack. Klönschnack heißt ja im Grunde, ja, sich treffen, ein bisschen dummes Zeug reden, vielleicht auch mal ein bisschen was Tiefsinniges. Letztes Mal hatte ich Ludwig Kiefer an meiner Seite. Und da hattet ihr schon mitbekommen, wir kennen uns schon ewige Zeiten. Wir haben festgestellt, 1985. Und heute habe ich, ihr seht es ja schon, ich mag es gar nicht sagen, The Voice. Jeder kennt Mike Reilly, wer Iron Man gemacht hat, kennt Mike Reilly, ne, oder? Definitiv. Und jetzt habe ich hier Peter Poppel aus Itzehoe. Jeder, der schon mal Triathlon gemacht hat hier in Schleswig-Holstein, ist ins Ziel eingelaufen. Wenn man noch einigermaßen klar bei Sinnen war, dann hat man zumindest Peters Stimme gehört. Vielleicht auch mal zugewunken. Also mir ist es schon ein paar Mal passiert, beim Ostseeman oder ja auch kleinere Wettkämpfe, dass Peter dabei war. Aber Peter und ich, wir kennen uns schon auch schon wieder eine ganze Ecke, sag ich mal so. Ich dachte zwar nicht so lange, ich dachte auch, du wärst sehr viel jünger als ich, aber bist du ja gar nicht. Triathleten sehen immer jung aus, insofern alles gut. Ja, genau. Du hast das erste Mal, du warst 18, 19, hast du Sport gemacht, hast mal in meinem alten Radladen Fahrrad gekauft in Rendsburg. Und das ist jetzt auch schon, wie viele Jahre, was meinst du? Etwas über 30 Jahre her. Alter Schwede. Denn ich kann ja mal kurz was zu meinem sportlichen Laufgang sagen. Im Ausdauerbereich 88, der erste Kiel-Triathlon, meine ich, war das. Da bin ich dann noch mit einem blauen, geliehenen Gitan aufgeschlagen. Insider werden das noch kennen. Schöner Reynolds 501 Rahmen. Unverwüstlich, aber eben nicht schnell genug. Und dann bin ich, glaube ich, ein Jahr später bei dir bei Radsport Torstraße aufgeschlagen und habe mir ein schönes Aluminium Cannondale R600 zugelegt. Ja, weil Feuer gefangen halt, damals in Kiel, in der Förde und über die Hochbrücken. Ja, und dann war der Virus irgendwie in mir drin und seitdem heißt das Triathlon, also 33 Jahre mittlerweile. Wahnsinn, cool. Und so lange kennen wir uns dann eben. So lange kennen wir uns schon, genau. Das letzte Mal, als wir uns das gesehen haben, so wettkampftechnisch, meine ich, das war Mallorca, Ironman Mallorca 2014, kann das sein? 2014, ganz genau. Da haben wir das letzte Mal in einem Wettkampf die Klinge gekreuzt. Wobei, ich finde das ja immer ein bisschen schwierig, weil eigentlich kämpft man ja eher gegen die Uhr und gerade beim Ironman auch gegen sich selbst, als gegen irgendeinen der Konkurrenten, die da mit einem unterwegs sind. Aber nee, war das sagt ein schöner so, Tag. Das war ein schöner Tag. Ein langer Tag zwar auch, aber wir hatten Glück mit dem Wetter, weil die Tage vorher war es nicht ganz so schön. Ich weiß, wir hatten noch zwei Nächte vorher ein Riesengewitter, alles war nass, alles war wach auch in der Nacht. Also es war nicht die optimale Vorbereitungsnacht. Weil direkt davor schläft man ja eh nicht so ganz gut, aber nee, war toll. Wie gesagt, ein richtig schöner Ironman mit einem stimmungsvollen Zieleinlauf, fast schon Richtung Sonnenuntergang. Aber es war auch schon Oktober, also alles gut. Ja, aber gut. Es wurde früh dunkel. Sieger war ja dann der ganz beeindruckende Engländer. Tim Don, der ein paar Jahre später diesen großen Unfall hatte, der genau, war Weisen, ne? Genau, ja, der aber mittlerweile auch schon wieder fit ist. Ja. Da war ja letztens in London, hat er bei so einem Rennen mitgemacht, ist ja mittlerweile auch schon der liebe Tim 43, meine ich. Ja, genau. Und hat er gegen Jungs wie Justus Nieschlag, Alistair Brownlee, gegen relativ unbekannten Belgier, der aber das Ding nachher gewonnen hat, fast schon geglänzt, kann man sagen. Er hat zumindest die Fahne der älteren Triathleten hochgehalten. Also dafür, dass das alles nur kurz war, war das schon echt richtig stark. Ja, super. Und ein toller Charakter und so. Definitiv. Aber bevor wir jetzt die Leute, die ja vielleicht zuhören oder zugucken, jetzt langweilen mit unseren alten Geschichten. Das ist ja immer so, wenn alte Leute sich treffen, dann erzählt man, dann redet man. Das ist so. Ach, die Dinge, die so schön waren. Früher war alles schöner. Stimmt nur zum Teil, weil ich finde auch jetzt aktuell, gut, wir haben ja so eine besondere Zeit jetzt auch so mit diesem Virus und so, trotzdem macht es ja Spaß, nach wie vor dieser Sport macht Spaß, so, ja. Und ich habe dich heute mal sprechen wollen, weil ich wollte mal von dir hören, als ja Insider der Szene,
Du kennst viele Vereine, du kennst viele Veranstalter. Du wirst wahrscheinlich auch gebucht worden sein für dieses Jahr bei manchen Veranstaltungen. Wie ist das für dich jetzt, so diese Situation als The Voice, als Sprecher, als jemand, der mit dem Ohr an den Verein ist? Wie schätzt du die Situation ein? Und siehst du, dass wir noch eine Saison kriegen, eine wirkliche Saison dieses Jahr? Was meinst du? Ja, letztes Jahr war es ja so, dass nun wirklich das Gros der Veranstaltung abgesagt worden ist, weil einfach auch keine Perspektive da war. Es gab keine Tests, es gab seitens der Behörden auch keine Genehmigungen. Der Einzige, der es damit geschafft hat im letzten Jahr, war Ludwig Kiefer mit seinem tollen Wanderrupp-Triathlon, der wirklich auch viel Platz da hat an der Kiesgrube, der zum ersten Mal im großen See schwimmen durfte, damit wir eben auch Sachen hinbekommen wie ein Rolling Start, was für viele ja auch Neuland ist hier in Schleswig-Holstein. Dann eben die weiteren Wettkampfstrecken wirklich in landwirtschaftlicher Gegend, wo man sich auch aus dem Weg gehen konnte. Da hat man schon eine Veranstaltung, da hat man noch mieses Wetter. Nichtsdestotrotz war es ein toller Tag und es war schön, mal viele wiederzutreffen. Und ja, eigentlich haben wir uns alle verabschiedet, dass wir uns hoffentlich beim Campus Triathlon, der immer so die klassische Saisoneröffnung hier in Schleswig-Holstein ist, oben in Flensburg, Anfang Mai wiedersehen. Das wäre jetzt also schon gut in 4 Wochen. Da haben wir, glaube ich, alle schon einen großen Strich durchgemacht. Und ja, ich glaube, es ist abgesagt. Ne? Ja, ist abgesagt. Ne? Ja, also viele Veranstaltungen, die ja im, ich sag mal, früheren Saisonbereich sind, ob das jetzt Krop ist, der ja auch abgesagt ist, Itzehoe, die auch schon immer im Juni ihren Wettkampf da an der Lohmühle gemacht haben, abgesagt bzw. verschoben auf Ende August mittlerweile. Die liegen dann jetzt schon auf dem gleichen Termin wie Wanderup. Ich habe jetzt gerade noch wieder eine Buchung reinbekommen für einen großen Lauf allerdings, den Adventslauf Ratzeburg mit ja auch über 3.500 Teilnehmern. Das ist ja noch ein bisschen hin. Ne? Bis dahin ist es natürlich noch ein bisschen hin. Ich sehe es eher so, dass Veranstaltungen in der Größenordnung jetzt im Sommer es wirklich schwer haben, bis, ich sag mal, die werden nicht durchführbar sein. Das ist auch, was mir von Veranstalterseite so entgegengebracht wird, weil es einfach dann so viele Auflagen zu erfüllen gäbe, dass die Veranstaltungen nicht durchführbar sind. Mhm. Weil es sind oftmals, wie du sagst, Vereine, das sind keine großen Veranstalter wie Ironman oder eine WTC, die da dahinter stehen, die jetzt Kohle da reinschießen können. Das sind oftmals kleine Vereine, die mit Herzblut und mit hohem Kostenaufwand diese Veranstaltung machen und wirklich dann auch diese Teilnehmerzahl brauchen, um da mit plus minus null nachher rauszugehen. Mit Kuchenverkauf, allem drum und dran, was ja nicht gestattet sein wird, kommt man dann auf ein Plus für die Mannschaftskasse. Aber das wird es dieses Jahr nicht geben. Insofern sehe ich irgendwo kleinere Veranstaltungen durchführbar, ja. Bei größeren Veranstaltungen, denke ich, müssen wir uns noch auf nächstes Jahr dann gedulden. Ja, das ist natürlich so ein Stichwort jetzt für mich zu fragen. Ich gucke da auf deine Jacke, ne? Ja. Und ich weiß von einigen meiner Athleten, die trainieren wie die Blöden. Die haben ja die Trainingspläne von mir, da haue ich immer voll was rein. Und das für nichts und wieder nichts wäre natürlich schade. Ich weiß natürlich, Training ist nie umsonst, weiß ich, aber von der Motivation her ist es ganz klar, wenn du für nichts trainierst, keine Perspektive hast, dann macht es das schon schwierig. Magst du da oder kannst du da was sagen, wie das da beim Ostseebären aussieht, oder ist das noch zu gefährlich, da was zu sagen? Ich kann mich da jetzt auch nur auf die Statements aus den sozialen Medien irgendwie ein bisschen committen, weil Reinhard hält ja im Moment mit seinem Team die Fahne hoch. Muss man, denke ich auch, weil es geht um eine Veranstaltung, die Anfang August ist. Ob die dann so, wie wir den Ostseemann kennen, durchführbar ist, die letzten 19 Austragungen, das muss man sehen. Ich denke aber jetzt da schon die Flinte ins Korn zu werfen, weil er hat ein gutes Konzept. Er hat ja auch letztes Jahr da ein bisschen was zu gesagt, als wir uns dort an der Ziellinie getroffen haben, welche Möglichkeiten er da hat. Wie gesagt, man muss dann sicherlich auch Abstriche machen, ob das eine Nudelparty in der Rudehalle sein kann, ob es eine Siegerehrung hinterher in der Rudehalle sein kann oder man das vielleicht unter freiem Himmel stattfinden lassen muss oder vielleicht auch ausfallen lassen muss. Da bin ich aber aktuell jetzt auch nicht im Orga-Team so mit drin, dass ich da was zu sagen kann.
lass uns da, denke ich mal, noch 3-4 Wochen abwarten, genau. Bevor man da wirklich dann auch spruchreife Dinge sagen kann. Ja. Ich kenne das ja selber als Athlet. Ich war ja auch mal sehr, sehr semi-professionell unterwegs mit Trainingsplänen und Trainer. Und es ist schwer, immer mit diesem Gedanken, ja, beat yesterday, du, durch Training wirst du jeden Tag ein bisschen besser. Mhm. Du darfst dann eben auch nicht nachlassen. Die Wettkämpfe sind das, sind einfach die Würze in unserem Sport. Und ohne Wettkämpfe wird es schwer, über Monate, wenn nicht über Jahre, halt ein Leistungslevel nicht nur zu halten, sondern sogar noch auszubauen. Und gerade wir als Ältere müssen ja eigentlich immer jeden Tag noch ein bisschen mehr investieren, weil wir hängen ja noch immer an unserer Leistung. Und manchmal denke ich, dass denn, gerade wenn ich beim Radfahren bin und der Schnitt einfach nicht im Training über 30 will, wo man früher eigentlich locker unterwegs gewesen ist, dann denke ich immer, oh, kacke. Aber so ist es halt. So ist es halt. Und mir macht es nach wie vor sehr viel Spaß. Aber du sagtest gerade eben, du warst ja auch mal dabei, richtig. Und du hast es auch gerade eben nochmal gesagt, dein Kind ist jetzt in einem Alter, wo es auch mal alleine sein kann. Kann man dich, wird man dich auch mal wieder auf Strecke bewundern, begutachten dürfen? Oder wie sieht's aus? Ich hoffe, ja. Ich hoffe wirklich sehr, weil mir... In mir schlagen immer zwei Herzen. Das Moderieren macht wahnsinnig viel Spaß, ob jetzt Laufveranstaltungen, ob Triathlonveranstaltungen. Die Sportler da im Ziel empfangen zu können, teilweise auch motivieren zu können, wenn es eben durch die Wechselzone geht. Ich weiß selber, wie viel mir das damals bedeutet hat und wie viel einem das auch nochmal zusätzlich bringt. Und das zweite Herz ist halt wirklich das des Aktiven. Ich bin ja selber, wie gesagt, auch noch immer auf Mallorca unterwegs. Ich bin eigentlich seit letztem Jahr für den New York Marathon angemeldet, der ja leider auch abgesagt worden ist. Und ob der dieses Jahr stattfindet, ist ja auch noch fraglich. Also ich weiß immer noch, wie geil es ist, solche Ziele sich zu setzen, darauf hinzuarbeiten und die dann auch zu erreichen. Und ich habe noch so ein paar Spots auf dieser Erdkugel, die ich unbedingt mal aktiv erleben möchte. Ich will da gar nicht jetzt zu weit rausgehen, weil dann wird meine Frau nachher schon wieder sauer, wenn die das alles hört. Aber die weiß auch und die macht gerne mit mir solche Urlaube, wie schön es dann ist. Und wenn wir dann hinterher auch nochmal 10 Tage das Land genießen und die fremden Kulturen, dann ist sie da auch immer gerne mit dabei. Aber dafür muss eben der Sohn auch alt genug sein, dass man ihn mal wegen Schulpflicht halt mal 2 Wochen woanders abgeben kann. Und die Zeit steht an. Ja, siehst du wohl. Ja, dann so habe ich ja meine Frau auch immer gelockt. Ne? Schatz, ich muss jetzt viel trainieren. Wir wollen einen tollen Wettkampf machen. Irgendwo Hawaii oder da oder hier in Mallorca. So. Da habe ich sie ja auch immer gelockt. Das klappt auch immer ganz gut. So, ne? Unvergessen, wie wir auf Mallorca vor den Klamottenläden standen. Unsere Frauen drin waren und wir auch draußen gefachsimpelt und gesagt, oh, jetzt werden die Beine wieder dick. Bloß nicht mit reingehen, weil ne, das die können Beine wir vor dem Wettkampf nicht gebrauchen. Genau. Die Beine werden dick, das Portemonnaie wird immer dünner. Richtig. Aber die Frauen waren glücklich. Aus taktischen Gründen war das dann auch okay. So, ne? Ja. Ich weiß, was du meinst. So. Und wir wollen auch wieder hin zu diesen Zeiten, weil im Moment ist das schon ein bisschen, ja, dieses Flecken ist schon fies ein bisschen. Ne? Also nicht nur ein bisschen, da wollen wir wieder hin. Ich muss mal ganz kurz die Regieanleitung von. Wie lange haben wir denn schon? 13:28. Ja, wir wissen ja aus taktischen Gründen auch da, mehr als 15 Minuten. Und, sollten wir nicht. Sollten trotzdem, wir nicht. Trotzdem noch ein, wo sehen wir dich denn? Wo hören wir dich dann nochmal dieses Jahr? Wenn alles so. Also ich denke, dass Wanderup auf alle Fälle wieder stattfinden wird. Deshalb, sobald die Anmeldung da offen ist, meldet euch für Wanderup an. Dieses Jahr verspreche ich auch besseres Wetter. Wir haben wirklich sonst immer gutes Wetter gehabt. Am 29.08. wird er sein. Mhm. Also wenn das nichts wird, kann man dich verklagen. Weil du, oder wie? Oder was? Dann können wir uns da gerne bei einem der nächsten Wettkämpfe mal treffen und uns darüber unterhalten, warum das nicht geklappt hat. Ansonsten wisst ihr, Ludwig hat meistens bestes Wetter, wenn ich allein an die Eröffnung immer denke beim Campus Triathlon. Was haben wir da für geile Saisoneröffnungen gehabt? Auch wenn es manchmal noch ein bisschen kalt war morgens, aber immer zweistellig, immer Sonnenschein, immer Sonnenbrand. Genau. Das war schon gut. Ansonsten, wie gesagt, schöner Saisonabschluss, immer der Lauf dann in Ratzeburg. Die Sachen stehen fest, Ostseemann bin ich auch gebucht, alles was dazwischen liegt, ihr kennt die Wettkämpfe, wo ich moderiere, Norderstedt kann eventuell noch kommen, der Rosenstadt-Triathlon in Eutin, der wäre allerdings schon Mitte Juni, auch mit neuer Location, die Telse da plant. Anmeldung ist geöffnet, da müssen wir schauen, wie weiter was stattfinden kann.
Ja, ich habe mir vorgenommen, auch alle Veranstalter mal anzuschreiben, anzusprechen. Die sollen auch gerne mal zu Wort kommen, auch in so einem kleinen Setting hier. Und um einfach mal zu wissen, okay, womit können wir noch rechnen dieses Jahr? Also, ne? Ich weiß auch, Nibel letztes Jahr war auch ein traumhafter Wettkampf. Also charmant. Afterwork, immer cool. Genau, also super. Also ja. Gerade diese kleinen, das sind wirklich kleine Schmuckstücke hier in unserer Gegend. Ja. So, ne? Früher oft belächelt, so als halt so Waldwiesen-Wettkämpfe, aber das sind eigentlich die Juwelen, die hier die absolut. SHTU genau. prägen und die unser Wettkampfgeschehen hier auch ausmachen. Genau. Und deswegen schaut auf die Seite shtu.de, da findet ihr die aktuellen Wettkämpfe und immer aktuell ist, wenn es Absagen gibt, weil die treffen sich ja immer beim Veranstaltertreffen einmal jährlich. Super, und eventuell gibt es auch noch wieder den einen oder anderen Duathlon, Elmshorn, ja immer mit der Landesmeisterschaft. Mhm. Auch so ein unterschätzter Wettkampf, immer eine schöne Geschichte im September. Also, ich werde unterwegs sein, ihr werdet mich auch da hören. Und ansonsten 2022. Da holen wir alles auf. Naja, aufholen geht schlecht, aber da genießen wir dann alles, denke ich. Na, da sind wir wieder Triathleten von Januar bis Dezember. Genau. Peter, super. Astrein. Ich danke sehr, dir. Sehr gerne. HP auf weitere 33 Jahre. Jawohl, das würde ich auch sagen. Rechne. Ja, kommt hin. Kriegen wir das schon. Kriegen wir hin. Okay. Also,